Hey Leute, willkommen zu Daisy. Zur What the fuck, warum laggt's? Das ergibt keinen Sinn. Oh, okay, es laggt gar nicht. Willkommen zu Daisy. Und wir sind wieder zurück. Diesmal auf einen No-Kill-on-Site-Server. Habe ich einfach so gefunden, das war der nächstbeste deutsche Server. Und wir haben einen Kompass. Nein, wir haben keinen Kompass. Spielt fair und realistisch. Play fair and realistic. Kein Kill auf Sicht. Redet miteinander. Achso, das stand gerade so untereinander und irgendwie so mit zwei Leertasten oder so. Hier kein Kill auf Sicht, redet each other. Sprache Deutsch oder Englisch? Dies ist schön. So, ich will jetzt fetten Loot hier haben. Geil! Oder ne? Moment, das kann ich dem Spieler schenken. Warum funktioniert das nicht, hä? Oh. Wo kommt denn jetzt der Kompass her? Ja, Daisy ist nicht verbuggt. Nein. Ihr täuscht euch. So, gibt's hier jetzt irgendwas? Ja, da. Okay, ACP-Munition. Ach so, nee, ein Speedloader. Und eine Downjacke. Nice. Aber das T-Shirt nehme ich mir mit. Denn da können wir uns dann irgendwie Bandagen rausmachen. Dich irgendwie, ich weiß schon wie, aber trotzdem kann man halt. Ist das ja, das ist kein Gegenstand. Ja, das passiert übrigens sehr oft, dass man halt rausfliegt. Und das ist wirklich so ein Problempunkt am Spiel. Und ich denke nicht, dass es mein Internet ist.
So, diesen Pristine, den nehmen wir uns mal mit, falls es regnet. Denke ich einfach mal so. Okay, da liegt auch noch was. So, wir sind wieder da. Irgendwie ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Und es regnet. Ich sollte schnell irgendwo reingehen. Aber. Ja, ich denke mal, hier sind noch irgendwo Zombies. Mal sehen, ist hier gerade nichts? Nee. Gut, und ich werde jetzt hin und wieder mal auf die FPS-Zahl gucken. Denn die ist gelb, wenn man aufnimmt. So. Hier ist ein Helm, den kann man mitnehmen. Der ist halt gut, dann kriegt man nicht so viel Schaden gegen Kopf, glaube ich. Okay. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ein Kürbis. Ah, der war aber schon rotten. Und Cantuna. Das ist natürlich gut, kann man mitnehmen. Und hier sind noch Schuhe. Es hat aufgehört zu regnen. Nice. Okay, wenn man langsam geht, dann hat man auch eine andere Animation dabei. Beim Springen. Und wir gucken mal, ob hier noch irgendwie was Interessantes ist. Da vorne ist eine Scheune. Da können wir jetzt auch mal hinrennen. Ja, Zombies sehe ich hier gerade nicht. Boah, die Zombies sind aber auch so verbuggt. Es gibt noch so viele Bugs in diesem Spiel, aber naja, kann man nichts machen. Und es fängt an zu regnen. Schnell rein hier. Und wir haben eine Waffe. Nice. Die bringt uns jetzt zwar nicht so viel, aber wenn halt wir ein Problem mit Zombies haben, dann. Ah, okay. Tier-Interacts machen wir mal. Denn jetzt haben wir halt solche Bandagen. Und wir haben Handschellen gefunden. Nice. Könnte man ja benutzen. Ah, da steht auch im Chat, you have crafted rags. Was ich auch ziemlich gut finde, ist, dass man momentan noch nicht im Side-Chat oder Channel reden kann. Weil das hat doch schon sehr oft genervt. Das kennt man ja aus DayZ Armor. So, da liegt noch was in der Ecke. Ich glaube, nein, Essen. Ja, Essen haben wir jetzt auch schon ein bisschen. Ziemlich gut. Okay, hier oben liegt nichts. Dann gehen wir mal weiter. So. Ah, es regnet nicht mehr so stark. Es hat aufgehört. Immer wenn ich gerade irgendwo hin will, hört es auf zu regnen. Ich glaube, ich folge jetzt einfach mal diesem Weg hier. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. In der Straße, ich glaube, da habe ich keine Straßen gesehen. Habe ich gerade in der Straße gesagt. Also ich meine im Dorf, ne? Nur damit das klar ist. Okay, und hier sehe ich auch nirgendwo irgendwie was. Wäre das jetzt hier vor, als würde ich einfach so einen Baum hochspringen. Und würde mich dann umgucken. So, hier können wir mal runtergucken. Und wir sehen da hinten ein paar Häuser. Und da oben ist ein Turm. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Nach meinem Wissen dürfte es nach da in die Richtung von Elektro gehen. Oder halt generell so, sag ich mal, in die Richtung von der Küste. Na? Und da vorne steht noch irgendwas? Ja, ein Haus. Dann können wir da ja kurz nochmal gucken, ob es da irgendwie was gibt. Eine Map hatte ich hier auch schon. Die Map finde ich auch ganz in Ordnung, ja. Die haben ja auch ein neues Airfield hinzugefügt, habe ich schon bei jemand gesehen. Und ja, wir gucken mal hier kurz hier rein. Tür ist noch zu, das ist gut. Oh ne, das ist so ein Haus. Ich habe ehrlich in diesem Haus noch nie Loot gefunden. Ich weiß nicht, ob es hier Loot gibt oder nicht, aber ich habe noch nie Loot gefunden. Da drin. Noch nie. Und ich war schon oft in solchen Häusern.
So, wir sind jetzt hier beim Dorf. Da vorne ist auch ein Brunnen. Und Zombies sehe ich soweit nicht. Nirgendwo. Da hinten sind zwei Scheunen. Und das sagt mir eigentlich die Position an, wo ich bin. Also, das kenne ich sehr gut. Nämlich am Anfang von der Mod Daisy. Da war ich halt natürlich auch so ein Kacknoob. Und da habe ich das Spiel auch nur so hin und wieder mal gespielt da. War zum Beispiel mal ein Freund von mir bei mir Besuch und der fand es auch cool, das Spiel, und dann haben wir zusammen rumgenoobt. Und, oh, da oben liegt was drauf. Egal. Und ja, da waren wir dann auch so, sind da hinten irgendwo gespawnt an der Küste oder, ja, Küste, weiß ich nicht, irgendwie so da. Und, aber das war halt so richtig kacke. Wir konnten, also wir wussten ja natürlich gar nichts über das Spiel. Und, ups. Und dann, ja, sind wir einfach in die Richtung hier gelaufen. Und das habe ich sehr oft gemacht. Und immer, ich bin immer in die Irre gelaufen. Wirklich, immer. Und einmal habe ich es denn, ich glaube, das war so, oh, coole Waffe. Das war sogar in der Standalone. Handheld. Ah, geil, damit kann man ernten und so. Und Schraubenschlüssel. Nice, eine Wrench. Ja, und das auch in der Standalone habe ich dann mal gemacht, dass ich halt den Weg gefolgt bin, aber durch den Weg dann auch halt zum Airfield gelaufen bin und mich da dann halt so ein bisschen umgeguckt habe. Und ja, da musste ich mich ein bisschen mit der Map orientieren. Das ging nicht so gut, da es ja keine richtige Daisy Standalone Map war. Das war halt. Ich weiß nicht, was für eine Map es war, aber so grob konnte ich dadurch den Weg dann auch finden. Natürlich mit die ganze Zeit raustappen und all sowas. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu den beiden Scheunen und gucken uns da ein bisschen um. Und I feel damp, ich bin nass. So, die sieht irgendwie. Ja, die ist rotten. Würde ich nicht essen. Einfach weggeworfen. So, dann gucken wir mal eben hier, ob es hier noch irgendwie was gibt. Und ich spiele gar nicht mehr so safe, aber das ist einfach, weil ich sehe keine Zombies irgendwie. Ich meine, das wäre doch richtig cool, wenn ich so richtig safe rumgehen könnte. Und hier ist übrigens eine geile Waffe, eine Machete. Ich liebe Macheten, auch in echt. Aber ich hatte leider noch nie eine. Brauche ich auch nicht. Aber trotzdem, ich finde sie einfach cool. So. Ich denke nicht, dass man mit der Sickle noch irgendwie hier oder schon irgendwie hier was machen kann. Aber es wäre natürlich cool. Ups. So, hier ist noch was zu essen. Und wir sind auch schon fast voll, ne? Light Blue Tracksuit Pants. Brauchen wir die? Nee. Badly damaged und hat weniger Ding ins Taschen als unsere, sag ich mal. Wir waren auch schon auf der anderen Seite, oder? So, die ist badly damaged, aber die können wir direkt mal trinken. Nee. Ja, egal, haben wir irgendwas zum Trinken? Sonst wechseln wir hier einmal. Was ist denn mit denen? Okay. Ja, egal, werfen wir die mal weg und tun die in uns. Und dann trinken wir erstmal was. Drink. Und ja, essen können wir dann auch. Wir sind nämlich hungrig und thirsty. Na. So, essen wir das auch noch. Gut, ja, dann das hier noch. Die Orange. So, ja. Können wir das halt auch noch essen? Moment, steht hier irgendwo Damp? Nee. Warum sagt er denn Damp? Ich bin so nass. Oh, jetzt regnet's. Schade. Ey, kannst du jetzt mal voll sein?
Der hat einen Kürbis gegessen, der hat Orange, also eine Orange gegessen, der hat Paprikas, zwei gegessen. Jetzt komm, jetzt kann er. Pussy. Mensch. Ja, die brauchen wir nicht. Ich habe nämlich eine Machete. Aber ich will da nicht raus. Wir warten hier einfach mal ein bisschen drin. Achso, nee, das war das. Der F1. F2. Oh. F3. Oh, nee, nicht hinsetzen. Es hat aufgehört zu regnen. Da wollte ich mich gerade hinsetzen und warten. Dann hört es einfach auf zu regnen. Das ist irgendwie immer so. So, ich denke mal, das hier ist schon gelootet. Deswegen renne ich einfach mal weiter. Ich will unbedingt einen Spieler treffen. So, hier vorne sind irgendwie so, ja, wie soll ich sagen? Seht euch einfach an. Oh, wenig FPS sind die auf jeden Fall. So, wir gehen einfach mal rein. Denn das sieht ziemlich cool aus. Das ist so ein Steinbruch. So, hier ist nichts drin. Hier ist halt so ein Steinbruch. Und ich finde irgendwie, der sieht richtig cool aus. Ich frage mich nur, warum die hier nicht irgendwie so ein Cave reinbauen. Ich meine, warum nicht? Das wäre richtig geil. Jetzt ehrlich. Stell dir vor, da vorne wäre irgendwie so ein Cave-Eingang, so ein kleiner. Und wenn er nicht in dem Patch Notes stehen würde, das fände ich richtig cool. Dann könnte man halt so. Dann irgendein Spieler trifft er halt darauf und dann verbreitet er das halt. Er kann es seinen Kindern später noch erzählen. Nein. Aber wird trotzdem cool. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Und ja, deswegen gucken wir einfach mal hier oben, ob es irgendwas gibt. Hier zum Beispiel ein T-Shirt, oder? Ne, Mütze. Aber Handschuhe. Hä? So. Ja, gut, die haben wir direkt an, oder? Ja, haben wir. Und hier liegt eine Flare. Die können wir mitnehmen. Okay. Moment, war das auch noch was? Eine Machete, ja, die haben wir ja schon. Dann laufen wir einfach mal weiter. Es war gerade wieder doll angefangen zu regnen. Ich finde Caps bei Mädchen immer so ein. Der ist einfach so ein richtiger Upturner, jetzt ehrlich mal. Das ist einfach. Ich finde es einfach extrem hässlich. Und fuck, wir haben einen Zombie hinter uns. Egal, den bekämpfen wir jetzt. Please! Nein. Okay, gut, 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 gut. Nein, der steht wieder auf. Ja, bab. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Schaffen wir, schaffen wir. Nein, oh, sie haben uns geschlagen. Alter, das ist eine fucking Machete. Wenn ich die jemand in den Kopf ran, ist er tot. Also warum ist dann kein Zombie tot? Das ist unnötig. Der ist schon dreimal umgekippt. Und er steht wieder auf. Der steht einfach wieder auf. Gut. Warum ist der nicht verschwunden? Ja, egal. Okay, das Gute ist aber, dass wir nicht bluten. Denn das wird schlimm. Ja, okay, schlimm. Ich glaube, man kann sich irgendwie mit irgendwas infizieren, also irgendwie krank werden, wenn man sich mit keiner richtigen Bandage bandagiert. So, was ist hier? Ein T-Shirt. Und ein Scope. Nice. PU-Scope. Nehmen wir mit. Oh nee, der Zombie kommt ja jetzt schon auf uns zu. Ja, egal. Wir können die Waffe nicht auswählen. Danke. Danke, Daisy, für diesen Schirnbug. Jetzt. Geil, geil. Okay.
Mensch. Please. Ja, das ist so ein Bug, der stört mich richtig doll. Man kann manchmal einfach seine. Also, ich habe jetzt meine Waffe weggepackt und manchmal kann man sie einfach nicht wieder rausholen. Das geht einfach nicht. Das finde ich richtig schlimm, aber. Naja, irgendwann bekommt man es denn doch hin. So, hier, diesmal haben wir ACP-Rounds. Und doch irgendwas? Eine Mütze. Und. Irgendwas Blaues. Ich glaube, ein Gaskocher. Eine Hand und so. Ah, okay. Der kam zeitgerecht an. Alter. Das ist so unfair. Ich finde dieses Kämpfen richtig scheiße. Das Spiel ist geil, aber das Kämpfen ist richtig scheiße. Das ist schlimm. Muss man ja sagen, ne? Hello? This is a No-Kill-On-Site-Server, please? Fuck you? Ja, was ein Hurensohn. Das sind so richtig die Leute, die einfach den Sinn ihres Lebens nicht verstehen. Die zocken nämlich falsch. So, wo war der? Der war bestimmt da oben drauf, oder? Ich habe keine Ahnung, von wo der geschossen hat. So, hier können wir mitnehmen. Was ist da hin? Ja. Ich habe keine Ahnung, von wo der geschossen hat. Da drüben ist nichts. Also auf den Dächern ist nichts. Auf dem Turm vielleicht? Nee. Stimmt, da oben geht's auch noch auf. Ich habe auch den Schuss. Ja! Hallo? Ja, geil. Geil! Das ist so eine Scheiße, jetzt mal ehrlich. Das ist ein Server, wo KOS nicht erlaubt ist. Du bist richtig der Behinderte, Alter. Und du schießt auch noch auf meine Leiche. So ein richtiger Spast. Mein Gott. Richtiger Spast, Alter. Ja, okay, das war's. Leider haben wir es nicht zum Airfake geschafft, weil DayZ nette Spieler hat. Naja, tschüss.